Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich stehe hier immer noch auf einer kleinen Raststätte, einem kleinen Truckstop, kurz vor Košice in der Slowakei. Heute, ja, fahre ich die Umleitung weiter. Die führt mich durch die Ukraine. War da noch was? Ich glaube nur durch die Ukraine bis nach Rumänien. Ich glaube Ukraine war das einzige, ja. Ja, nach Ukraine. Ja, bisschen mal durch die Ukraine, ein kurzes Abschnitt, bis es dann nach Rumänien reingeht und wir dann dort bei Eisenmarkt unsere Spanplatten, unsere 21 Tonnen abliefern. Und da ich noch vergessen habe, die Bremsen wieder ein bisschen stärker zu machen, mache ich das mal eben fix. Los. Dann würde ich sagen, starten wir den Motor und legen los. Es sind noch ganze 624 Kilometer, 9 Stunden Fahrzeit, 10,5 Stunden. Wenn es keine Umleitung mehr gibt, werde ich das alles hier in dieser Tour abliefern. Da ein bisschen die Zeit drückt. Ich bin mir unsicher. Fahre ich mit 95? Oder nicht? Ich fahre erstmal mit 90, würde ich sagen. Wenn es dann schneller sein muss, dann fahre ich dann halt nochmal schneller. Aber ansonsten fahre ich dann einfach erstmal mit 90 umher. Sollte ich dann irgendwie doch nochmal in eine Maut kommen, ach, in eine Umleitung kommen, dann kann ich hier immer noch nachlegen. Oh, diese Ampelanlagen hier in Slowakei. Die killen es ja schon wieder. Genauso wie die Sonne wieder mächtig reinböllert. Ich habe das Gefühl, ich kann gleich den linken Monitor wieder herstellen. Weil der ja eigentlich gerade eben auch wieder too much war. Ja, ich denke mal, ich werde heute nicht mehr, doch nicht so viel aufnehmen. Doch nicht 4 Folgen, sondern vielleicht doch nur 2. Es ist halt einfach nicht möglich. Es ist halt einfach. Also prinzipiell wäre es möglich. Aber das Wetter passt halt nicht. So was wie eine grüne Phase hat man hier auch nicht, ne? Ich habe die Bremsen stärker gemacht, ne? Ich merke keinen Unterschied. Und ich habe sie mächtig stärker gemacht. Weird. Aber gut, ist ja wie es ist. Kann man halt auch nicht ändern. Aber es ist gut zu wissen, dass die Bremsen nicht so gut sind, wie ich dachte. Obwohl ich sie stärker gemacht habe. Oh je. Kommt auf 80. Schneid darf ich eh nicht. Und dann noch über Landstraße, okay. Kontrast auf 100. Wunderbar. Muss ich mich zwar wieder ein bisschen mehr auf das deutlich kleinere Bild konzentrieren, aber okay. Ich schlage mal runter auf 75 km pro Stunde den Tempomat. Da die KI ja ungefähr so mit 78 fährt.
grob geschätzt. Ja, es kommt, glaube ich, ganz gut hin. Noch an mehr oder weniger Euro-Akris vorbei. Bin ja schon auf die Firmennamen gespannt und so weiter, was da alles uns erwartet, dass uns für neue Trailer erwarten. Ich hoffe mal, dass es auch Trailer-Designs gibt für den eigenen Trailer. Ich hoffe auch mal, dass es ich bin auch sehr gespannt auf die ganzen neuen Frachtarten und so weiter und so fort. Also es kann einfach nur super nice werden, dass sie Biradels sind. Das, was man bisher sehen konnte, das war ja schon sehr fancy. Und da geht es jetzt auch gleich in die Ukraine rein, wieder mit Grenzposten an beiden Seiten. Geh schon runter auf 40. Und dann fahren wir, ich glaube, ganz rechts können wir auch hin. Ich fahre auch ganz rechts hinter dem Kollegen hinterher. Stopp. Ich hätte nicht so lange beim Stoppsignal halten müssen, bis der Kollege da vorne weg ist von Astra Trans. Einmal hier die Papiere. Alles in Ordnung, gute Fahrt. Dann zeige ich nochmal beim anderen Grenzposten die Papiere. Oh. Schauen wir mal einfach vor. Biege nach links ab. So, hier soll ich hin. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ist ja gut. Obwohl das jetzt wie über Landstraße geht bei dunkler Nacht, bei dunkler Nacht. Helle Nacht, die würde ich jetzt gerne haben, helle Nacht. Also ein Tag. Tagfall wäre jetzt echt Premium. Dann würde ich wenigstens noch bei der Landstraße was sehen. Scheint ja scharfe Kurven zu haben. Papiere in Ordnung, wunderbar. Sind wir schon in der Ukraine. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. So, erstmal mit 60 wieder weiter. Ja. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen. Oh je, Richtung Kiew. Links ab. Abbiegen, der dahinter nicht. Rechts kommt, glaube ich, nichts. Von rechts kam was. Von rechts kommt was. Auch dieser Bieger. Ich habe einfach mal jetzt davor gemogelt. Relativ reine Straße hier sogar, okay.
geht ja ganz gut hier bergauf. Komme ich ja ganz gut hin mit dem Getriebe. Die Investition hat sich also gelohnt, das ist schon mal gut zu wissen. Schalte mal keinen runter. Beziehungsweise schalte ich mal den Tempomat runter um 5 km pro Stunde. Geht hier sowieso wieder in der Stadt rein. Er ist halt auch mal in Uschhort. Bei Fehlern in der Aussprache gerne verbessern. Wie immer. So, es geht also für uns weiter Richtung Kiew. Am Kreisverkehr links kommt nix. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Hier wieder schön abgebremst. Ausgebremst ist der richtige Fachausdruck dafür. So, 90, aber ich darf nur 80. Belastend. Au, ist ja wie es ist. Am Ende der Tour werden wir natürlich nochmal nachgucken, wohin es im nächsten Video, wohin die nächste Tour und der nächste Trip uns als nächstes führen wird. Ja. Bin ich mal gespannt. Da sind wir schon doch etwas weiter im Osten. Kann natürlich sein, dass es Richtung Schwarzes Meer geht. Oder halt auch woanders hin. Also da sind ja... Die Möglichkeiten sind ja stark gegeben. Also es geht doch sogar doch noch mal. Ah ne, 60 waren es ja nur. Ich fasse mal 55. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Yes. Die Stadt, oder ja, nennen wir es mal die Stadt. War ja schon vorher rausgeschildert. Wunderbar, wunderbar. Nur noch 473 Kilometer, 50. Achtung, achten Sie erst auf mal den Mukachevo. Kommt Mukachevo. Mukachevo, ich weiß es nicht. Aber die Straßen werden zunehmend anders, schlechter. Tanken muss ich zwingend noch nicht, aber der Tank wird langsam immer leerer. Also tanken muss ich auf jeden Fall in Rumänien. Spätestens zum Rumänien muss ich auf jeden Fall tanken. Die Überholverbot. Aber ich fahre eh nur mit 70. Mehr geht ja hier sowieso gerade nicht. Aber eigentlich kann ich die ganze Zeit wieder den Kontrast hoch, runter schalten. Aber ich belasse es einfach jetzt erstmal dabei. Die Sonne kommt eh gleich wieder raus. Safe Call. Und die Straßen werden wieder holprig. Und da haben wir auch gleich schon wieder die Grenze. Wir erreichen jetzt gleich Rumänien. Rumänien kenne ich, glaube ich, auch gar nicht. Also gar nicht. Ich kenne, glaube ich, nur Romana.
Extended eine Map oder so, oder Romania Extended, irgendwie sowas. Die auch super huge war, auch super super stark bebaut war und dadurch halt auch super anfällig war für, oder super stark auf RAM und so weiter gegangen ist. Die war aber auch schon krass bebaut. Weiß ich jetzt nicht, wie das SCS-Software und Promods dargestellt. Bin ich mal gespannt. Ich werde zwar nicht viel davon sehen. Aber gut, ich komme auch um. Wobei, ich komme um 6:30 an. Also von daher sehe ich vielleicht ein bisschen noch am Tage. Zumindest in der Dämmerung. Ich werde jetzt zwischen den Grenzposten noch mal kurz was zu trinken einschenken. Ich muss mal Warnblinker anmachen, obwohl jetzt passiert ist. Die Fahrstelle wieder zudrehen. Ab wieder zum nächsten Grenzposten. Auch immer hier jetzt Autos durchfahren. Was auch immer da gerade für eine Rums gemacht hat, das war zumindest nicht hier in der Wohnung. Und dann sind wir von Rumänien. Da haben wir auch schon direkt wieder den ersten Kreisverkehr in Rumänien. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Richter Musu Tamare. Was hat Marv? Wie es scheinbar im Deutschen heißt. Das sind Kilometer, diese Strecke. Kurzer Weg dorthin. Erst auch mal in Satma. Die Straße wird hier wieder breiter, okay. Meine Kreisverkehre kommt man gut mit 40 nehmen, sofern die KI da jetzt nicht noch was am Kreisverkehr zweite Ausfahrt anders nehmen. Bremst. Ja. Nimm diese Ausfahrt. Angenehm. Sehr angenehm. So, ich will nicht rechts runterfahren, ich will hier weiter oben rüberfahren. Da hinten wird es nochmal abenteuerlich mit den Serpentinen und mit den wahrscheinlich Bergstraßen. Ich kann es nicht erkennen, weil es dunkel ist. Aber es sieht stark links halten danach und dann aus. Links abbiegen. Biege nach links ab. Abbiegen.
sind auch echt, das ist auch schön, diese Gegend, auch schöne Häuser hier. Schön die Abwechslung der Häuser. Erste Ausfahrt nehmen. In den Kreisverkehr. Nimm diese Ausfahrt. YOLO. Und wieder aus Sutamare raus. Ach je. Ich habe es kommen sehen, dass es noch passieren wird, weil ich einfach nichts sehe. Ja, super. Ich würde sagen, Ripkohle. Route neu berechnen. So, dann geben wir mal Geld aus. Tschüss, Geld. Und jetzt muss ich sowieso gleich wieder pennen. Also. Der Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Und ich habe 8 Stunden Fahrt noch, bis ich da sein muss. Heißt. Heißt, weil ich eh kein Geld für den Auftrag bekomme mehr. Ich muss noch schlafen und so weiter und so fort. Deswegen breche ich den Auftrag ab. Zahle 12.000. Ich hätte eh kein Geld mehr dafür bekommen, von daher. Pennen kann ich hier auch. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass morgen das Wetter besser ist. Ansonsten kann ich es halt auch wieder vergessen. Und dass ich dann morgen vielleicht nicht 60.000 Euro wieder verbrate. Weil einfach das Wetter zu beschissen ist. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video.